Die nächste Slammerin kommt aus Landau an der Isar, tritt aber dafür nicht an, sondern tritt an für den Poetry Slam Landsberg am Lech. Holt sie raus mit einem donnernden Applaus, Therese Reichel! Woher weißt du das? Naja, ich studiere in Regensburg auf alle Fälle. Und was anderen Menschen immer ganz schnell auffällt, ist, ich bin ein bisschen komisch. Also nicht so, haha, die ist komisch, sondern so. Und es gibt so ein paar Momente, das ist sogar mir aufgefallen, was schon echt hart ist, wenn man es selber schon merkt. Und ich dachte mir, ist ja egal, Bayreuth kennt mich eh kein Mensch, kann ich ja mal erzählen, ist ja wurscht. Der Text heißt, und alle so und ich so. Eine Kollegin ist schwanger und sie sagt es uns und alle freuen sich riesig und tun das auch kund. Wir umarmen und küssen und weinen und lachen. Ein Kind wird die Welt so viel schöner machen. Und alle so, ein Baby, wie nett. Und ich so, die hatten Sex. Und in Gedanken fange ich schon an zu rennen, denn ich werde sie nie mehr ansehen können, denn ich bekomme das Bild nicht aus meinem Schädel. Ich sehe sie nämlich schreien und Peitschen wedeln, sich in Lack und Leder im Bette winden und sein Lack und Leder in ihr verschwinden. Ich höre ihn röchelnd ihren Namen sagen und auf allen vieren Knien fragen, ob sie nicht losbindet vom Bett, denn seine Hand hätte schon weh und es wäre doch nicht Nein! Schreit sie dann, versetzt sie in einem Schlag. Es war ja schon immer am liebsten, wenn er vor ihr lag. Und täglich erinnert mich ihr Bauch daran, wir hatten Sex und jetzt geben wir damit an. Aber sowas sagt man ja keinem. Und im Sommer, da gehen wir auf der Straße spazieren. Und wir sehen die toten Schnecken, die die Straßen dort zieren und alle so, pff, wie blöd sind Schnecken, dass die immer weiter kriechen und einfach nicht checken, dass die Straße kein Gras ist und sie da nur verrecken. Und ich so, nö. Es ist genau andersrum. Die Schnecken, die da liegen, sind nicht dumm, das sind die schlauen Schnecken, die erkannten, wie hässlich sie sind und auf die Straße ran. Das sind die Doktorschnecken und die Professoren, die den Glauben an die Welt verloren. Das sind die Gelehrten, die alles verstehen wollten, nur um dann zu sehen, dass sie halt Schnecken sind und nicht mehr. Und plötzlich erschienen ihr Leben leer, sie begingen Selbstmord. Aus Selbsthass und Ekel ließen sie sich so lange auf der Straße dort rekeln, verzweifeln an den Fußgängern, die sie einfach nicht zertreten und fangen bei jedem entfernten Klicken an zu beten, dass endlich ein Fahrrad kommt und sie überfährt. Bis die Sonne sie ausdörrt und ihnen das Leben verwehrt. Und ich weine fast bei dem Gedanken an die traurigen Schnecken, die, dass sie da auf der Straße liegen, eben doch checken. Aber sowas sagt man ja keinem. Und in der Schule, da hatten wir Schiller. Maria Stuart haben wir gelesen. Und immer wenn wir Deutsch hatten, hörte man alle stöhnen. Und dann sah man sie SMS schreiben und ihre Nägel verwöhnen. Und alle so, naja, Schiller ist jetzt mal nicht so der Killer. Lesen das Stück nicht, wollen nichts davon wissen, sind auch nur da, weil sie es eigentlich müssen, das ist doch alles alt und langweilig auch. Und dann freuen sie sich ein Loch in den Bauch, wenn, Achtung Spoiler, Maria dann tot ist. Und das Stück halt vorbei. Und Elisabeth trotzdem nicht glücklich ist dabei. Und ich so, geil! Die bitchen sich voll an. Da schaut Maria Elisabeths Thron nur von der Seite an. Und die wird gleich voll aggro und will sie köpfen lassen. Das sind nur zwei Bitches, die sich mega hassen. Und das, als sie sich treffen, auch endlich mal rauslassen, dann nennt Maria Lizzie eine Hure und die Maria einen Balg. Und dann gehen sie sich fast an die Gurgel, aber halt in Fersen. Und ja, ich gebe zu, das nimmt so ein bisschen das Ghetto. Aber ohne das ganze Gewülzte, also netto, ist das nur ein Bitchfight von zwei Chicks, die sich hart dissen. Und das wäre ja eigentlich fast cool, hätten wir es nicht lesen müssen. Aber das sagt man ja keinem. Und ich weiß, dass ich komisch bin und nicht wie die anderen, dass ich ständig hüpfen will, während andere wandern, dass ich über Sachen nachdenke, die wirklich, wirklich niemand wissen muss und dass mein Kopf voller Unsinn ist und Stuss. Aber jetzt ist es offiziell erlaubt, so zu sein, wie ich bin, weil ich jetzt einfach behaupte, dass ich Poetin bin. Und ich bin kein richtiger Poet. Nein, da fehlt schon noch was. Ich sehe keine Sonnenuntergänge und mir geht einer ab. Und ich schreibe auch nicht über Hass oder über die große Liebe, aber fürs Komischsein
gibt es jetzt keine Hiebe mehr, weil ich jetzt behaupten kann, es ist Kunst. Und wer das nicht versteht, der hat halt keinen Dunst. Und deshalb lasse ich jetzt alles das raus, was man eigentlich keinem sagt und hoffe, ihr haltet's aus. Dankeschön.